Ja, hallo, erstmal auch von meiner Seite. Genau, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich teile gleich mal währenddessen meinen Bildschirm. Ich hoffe, man kann den erkennen. Seht ihr hier eine Keynote-Präsentation? Vielleicht kurz irgendwie ein kleines Signal, ob das. Ja, man sieht es gut. Genau, okay, perfekt. Gut, nur damit ich Bescheid weiß, dass alles klappt. Genau, ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Auch von meiner Seite, hallo, herzlich willkommen zum heutigen Meetup. Kurzer Hinweis vorab, genau, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach in den Chat schreiben. Ich werde die nicht während dem Vortrag beantworten, sondern danach dann gesammelt abarbeiten. Wir können gerne in Stellen zurückspringen, die ich während des Vortrags aufgemacht habe. Genau, also ich versuche es im Nachhinein dann alles abzuarbeiten. Das heißt, einfach in den Chat schreiben kann auch schon während der Präsentation erfolgen. Dann habe ich das da schon aufgelistet und kann mich dann im Nachhinein den verschiedenen Fragen und Feedbacks widmen. Genau, also, und damit möchte ich auch starten mit meinem heutigen Vortrag. Ich möchte mit euch über eben das Thema WooCommerce und Gutenberg sprechen. Kurz vorweg, Gutenberg an sich ist mir klar, ist das Projekt, das den Blog-Editor entwickelt hat. Also Gutenberg ist ja das Gutenberg-Projekt, das entwickelt den Blog-Editor, irgendwann dann Multilanguage und gemeinsames Arbeiten an Seiten. Für mich ist es aber Stand jetzt immer noch mal immer mal wieder austauschbar. Wenn ich Gutenberg-Editor sage, meine ich Blog-Editor. Wenn ich Gutenberg sage, meine ich Blog-Editor. Da komme ich immer mal wieder im Vortrag vielleicht kurz durcheinander. Einfach vorweg, genau, nicht verwirrt sein. Ich meine immer den Blog-Editor. Genau, kurz zur Agenda. Worüber möchte ich heute sprechen? Erstmal vorweg will ich abklappern, was macht denn WooCommerce Stand heute nativ? Was ist denn einfach so out of the box möglich? Dann will ich mir anschauen, was machen denn andere, was machen Drittanbieter. Und zu guter Letzt werfen wir einen Blick darauf, was die Zukunft bringt, was gerade entwickelt wird und was eben so die nächsten Wochen, Monate und Jahre auf uns zukommt. So, als allererstes will ich mich kurz vorstellen. Ich bin Jakob Trost, ich bin Entwickler bei Grate seit einigen Jahren. Und die Firma Grate hat sich zur Aufgabe gemacht, professionelle Websites schneller und auch einfacher zu entwickeln und zu erstellen. Und im Zuge dessen haben wir die Grate Suite programmiert. Das ist eine All-in-One-Suite, also eine Kombination aus Theme und Plugins, die halt sehr, sehr viele Prozesse in und ums Website-Erstellen drumherum vereinfacht und optimiert und dynamischer denkt. Schauen wir heute auch ganz kurz rein. Ansonsten gibt es auch dann, es wurde schon angekündigt, vom Thomas im nächsten Meetup einen detaillierteren Vortrag darüber, was die Grate Suite macht, was wir vielleicht auch anders machen. Genau, wir schauen heute nur kurz rein, aber es geht heute einfach auch allgemeiner um andere Themen, nur im Detail hier und da mal ein Beispiel. Genau, und wichtig davon ist natürlich, wir benutzen Gutenberg, den Gutenberg Blog Editor, eben bereits im professionellen Umfeld seit längerer Zeit. Wir entwickeln darauf, wir lernen damit, wir kämpfen damit, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wir haben damit Erfahrungen, genau, ich entwickle selber auf dem Blog Editor aufbauend. Genau, deswegen, wir benutzen ihn selber und daher kommen wir. So, als allererstes, was macht denn WooCommerce nativ? Was macht WooCommerce mit Gutenberg nativ? Da habe ich eine kleine Seite mitgebracht, vorbereitet. Das ist jetzt so ziemlich eine Standard-Default-Installation. Ihr seht, 2022 ist aktiv, das Default-Theme. Ich habe hier natürlich jetzt bereits WooCommerce aktiviert, installiert, aktiviert, habe kurz den Installationsprozess durchgespielt, also Shop-Adresse hinterlegt. Ich habe kurz ein, zwei Produkte eingefügt und eine Zahlungsmethode hinterlegt, einfach damit die Prozesse funktionieren und wir hier heute was sehen, was aussagekräftig ist in irgendeinem Sinne. Und viel mehr ist sonst hier nicht passiert. Das ist einfach nur eine Sample-Page, genau mit dem Header. Und wir schauen jetzt als erstes einfach mal ins Backend, was dort angelegt ist. Genau, WooCommerce, Products, muss ich nicht viel über sagen. Und jetzt, wenn wir in Appearance gehen, also in die Themes rein, dann sehen wir natürlich, das Theme ist aktiv und ich sehe jetzt natürlich den Full-Site-Editing-Editor, aber ich sehe auch wieder den Link zum Customizer. Denn nach wie vor haben wir den Customizer für bestimmte WooCommerce-Einstellungen nativ integriert und es ist immer noch vonnöten für einige Einstellungen. Also wenn man darüber nachdenkt, was ist so der aktuelle Stand, Full-Site-Editing, Blogs, Blog-Editor, fühlt sich der Customizer wie ein Relikt aus einer anderen Zeit an, ein bisschen. Er hat seine Schönheiten, aber
Im ersten Moment denkt man sich, okay, es ist also noch nicht kompatibel. So, ich will kurz zeigen, was in WooCommerce drin ist. Ihr habt sicher alle gesehen. Wir haben auch hier in der Blogs-Version Store Notice drin. Wir haben den Katalog, diese Shop-Seite, die ich jetzt anpassen kann mit den Products per Row. Wir haben ein paar Product-Image-Settings, also wie werden die verstellt. Und wir haben eben die verschiedenen Checkout-Felder im Sinne von, ich kann bestimmte optional machen oder eben nicht optional required und so weiter und so fort. Also das sind Standard-Settings. Ich denke, die werden alle von euch kennen. Und wenn man mal so genau darüber nachdenkt, ist eigentlich da gar nicht mehr so viel Visuelles dabei, beziehungsweise war es ja noch nie. Wir haben noch die Products per Row, was ich tatsächlich als Layout-Setting bezeichnen würde. Klar, das Sorting, Standard-Sorting etc. Aber ab dann sind viele Dinge auch gespiegelt mit den WP-Options hintenrum. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal hier kurz in den Checkout gehe, Privacy Policy, Terms and Condition Page, all diese Optionen gibt es auch in den WordPress-Options von WordPress selbst. Dazu brauche ich gar nicht mehr den Customizer. Und wirklich visuell macht er eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Aber er ist nach wie vor da und wird nativ eben aktiviert, ist ja nie deaktiviert, aber der Link wird vor allem hinzugefügt. Genau, das vorweg, der Customizer ist nach wie vor da und er ist nach wie vor wichtig, beziehungsweise diese Einstellungen finden sich dort nach wie vor. So, und jetzt schauen wir uns einmal die verschiedenen Seiten an, die WooCommerce eben so mit sich bringt. Ich denke, ihr kennt es alle. Genau, wenn ich in den Shop gehe, habe ich dort meine verschiedenen Produkte. Ich kann jetzt hier in den Cart, meinen Warenkorb gehen, Checkout zur Kasse, das Ganze auschecken im My-Account-Bereich. Ich habe hier nichts eingestellt, das ist einfach nur das 2022-Theme. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was denn so passiert, wenn wir diese Seiten bearbeiten, beziehungsweise wie diese Seiten hintenrum aussehen. Geht jetzt in Pages und gehe in die Shop-Page rein und wenn ich auf Edit klicke, dann sehe ich gar nichts. Genau, weil genau das ist im Moment im Blog-Editor noch da. Wir schauen uns das nochmal zur Vergleich im Fronted an. Wir haben nach wie vor hier diese Darstellung. Wir haben hier Produkte. Natürlich wird hier der Titel angezeigt. Das hat jetzt was mit dem Theme 2022 zu tun, der immer jeweils in dem Template den Titel hier ausgibt. Und wir sehen diese Produkte. Und die werden nach wie vor mittels PHP-Templates ausgegeben. Das heißt, auch das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Ihr könnt in eurem Theme, Childing, wie auch immer, verschiedene PHP-Dateien anlegen, die WooCommerce grundsätzlich selber schon einmal angelegt hat, die dann individuell anpassen und darüber werden diese Bereiche geschrieben. Ich kann jetzt aber reingehen und zum Beispiel einen Text dort hinzufügen. Und wenn ich den abspeichere und das Ganze update, dann taucht er darüber auf. Ich kann jetzt aber keinen Text darunter abspeichern. Ich kann keine Elemente darum abspeichern. Ich kann nichts wrappen. Ich habe da gar keine Kontrolle drüber. Also das ist tatsächlich der Stand der Dinge. Dieser Inhalt wird nach wie vor mit PHP gerendert. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal in den anderen Seiten an, auch in der Cart-Page. Wenn ich da jetzt auf Edit Page klicke, ist es ein bisschen anders. Wir haben jetzt tatsächlich hier einen Shortcode, aber naja, wir haben einen Shortcode, wir haben keinen Block. Und das ist etwas, das ist noch ein Relikt aus einer anderen Zeit, nenne ich es gerne. Und Automatic hängt da tatsächlich mit WooCommerce etwas hinterher. Ich habe natürlich jetzt die Möglichkeit, hier Elemente davor und dahinter zu machen. Also ich kann jetzt hier einen Text hinschreiben und naja, ihr seht es, ich kann relativ einfach Elemente darüber, darunter anordnen. Ich kann natürlich das Ganze wrappen. So, genau. Und es hat sogar nicht geklappt, das davor. Oder sehe ich es jetzt gerade nicht? Okay, bei der Cart-Page passt anscheinend davor auch nicht. Egal, den Punkt, den ich sagen will, ist, man hat hier noch nicht sonderlich viele Möglichkeiten, irgendwas individuell anzupassen. Und das zieht sich so ein bisschen durch diese Standard-Pages durch. Also sei es Checkout, sei es My Account. Überall werden diese Inhalte noch mit einem Shortcode registriert und sind dann in Elementen anpassbar. Stand der Dinge. So. Aber das heißt nicht, dass WooCommerce nichts mit Blogs macht. Es macht sogar sehr, sehr viel mit Blogs. Ich klicke jetzt mal hier einfach, wir sind in der Shop-Page, genau, ich lösche jetzt mal den Paragraph hier raus. Und wir klicken jetzt mal auf Plus und wenn wir ein bisschen scrollen, sehen wir relativ schnell einige an WooCommerce-Blogs. WooCommerce kommt nämlich nativ mit ordentlich vielen Blogs hier einher, die visuell Produkte darstellen, unterschiedliche
unterschiedliche Dinge machen. Wir schauen uns einfach mal kurz an, was da so geboten wird. Wir haben hier Reviews, die dargestellt werden. Wir können verschiedene Kategorien highlighten. Und dann haben wir verschiedene Variationen davon, Produkte darzustellen, also in einem Loop. Also wir haben Featured Products, wir haben Handpicked Products, Bestselling, wir haben noch eine Category List, wir haben neueste Products, Products by Category, Top Rated und bei Attribute. Also je nach Eigenschaft werden hier bestimmte Produkte angezeigt und gefiltert. Und das sind tatsächlich auch die meisten Blöcke, die es hier gibt. Und ich nehme jetzt mir einfach mal den, den ich am häufigsten dafür verwendet habe, nämlich All Products. So, das ist ja mehr oder weniger das, was die Shopseite macht, nämlich alle Produkte aufzulisten. Jetzt habe ich hier auch einen recht schönen Preview von dem Ganzen. Ich sehe jetzt hier meine beiden Produkte, meine Bilder, Preis, ob sie im Warenkorb sind. Und ja, jetzt kann ich hier erstmal nicht viel editieren. Ich kann jetzt hier die Columns anpassen, die Rows. Genau, habe hier noch ein bisschen, kann das Sorting-Dropdown anstellen oder eben nicht. Aber ich habe jetzt hier einen kleinen Editier-Button. Und jetzt kann ich hier tatsächlich das Layout dieser Kachel anpassen. Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, ich will meinen Add-to-Cart-Button weiter oben haben und mein Star-Rating möchte ich jetzt raus haben. Ich kann auch verschiedene Blöcke noch einfügen. Die sind aber da jetzt schon drin. Price, Image, Rating, Add-to-Cart, Summary und noch so eine kleine On-Sale-Badge. Die ist aber hier tatsächlich mit dem Bild schon umgesetzt. So, und je nachdem, was ich jetzt hier fokussiere, habe ich natürlich ein paar Optionen. Ich kann jetzt hier verlinken, eben diese kleine Sale-Badge anzeigen oder nicht. Ich kann das Image-Cropping kontrollieren. Hier kann ich ja einen Link einstellen, einen H-Tag wählen. Ihr seht schon, es verändert sich nicht wirklich was. Es hat nämlich eine Klasse, die wird wiederum gesetzt und überschrieben vom Theme-Style. Und gerade wenn ich in den Button klicke, habe ich gar keine Option. Also ich kann hier zwar grundsätzlich ein Layout einstellen, was schon mal eine Verbesserung ist von davor, wo ich nichts einstellen kann, aber ich habe hier nicht wirklich die Option, die ich zum Beispiel aus Core-Blöcken gewohnt bin. Also ich habe hier nicht die normalen Button-Optionen, kann keine Farben einstellen, speichere ich das mal ab. Jetzt habe ich den Button nach oben gesetzt, Reviews raus. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Und wir daten jetzt mal ab und schauen uns das mal kurz im Frontend an. Und jetzt sehen wir genau, dort sind jetzt die verschiedenen Kacheln angeordnet. Und ihr seht auch, dieser Bereich ist dadurch nicht beeinflusst. Also diese Kacheln werden nach wie vor genauso dargestellt. Der wird eben per PHP gerendert. So, und jetzt kann ich reingehen und ich kann eigentlich ganz cool mit diesen Blocks interagieren. Also ich gehe jetzt mal rein und abgesehen von den Variationen des Loop-Blocks, also den Darstellungen für Produkte, habe ich noch ein paar weitere Blocks, die ich kurz zeigen will. Product Search, also eine Suche, die einfach nur den Post-Type Produkt durchsucht. Auch hier sehr wenige Optionen. Klar, kann ich hier Label anpassen, Placeholder anpassen. Ja, das war es aber allerdings dann auch schon. Und ein Block, den ich auf jeden Fall zeigen möchte, beziehungsweise ein Set an Blöcken, sind diese Filteroptionen. Ich kann hier nach Preis filtern. Ihr seht es da oben in dieser Preview-Kachel. Ich kann hier nach Attribute filtern und nach was ist denn im Stock, was ist out of stock. Und ich füge jetzt mal den Filter bei Preis ein. Und ich habe jetzt ein paar Optionen. Ich kann jetzt die Headline anpassen, will ich jetzt gerade gar nicht groß. Ich will jetzt einfach nur hier unten mal den Text als tatsächlichen Text darstellen und nicht als Eingabefelder. Und machen wir vielleicht die Überschrift ein bisschen kleiner. Und ich date das jetzt mal ab. Und wir schauen uns das Ergebnis kurz im Frontend an. Ihr seht jetzt, hier ist die Searchbar, die etwas schöner aussieht als im Backend-Preview. Und wir haben jetzt hier Filter by Price. Und wenn ich das jetzt mal aufziehe, dann seht ihr, diese Produkte, die in einem völlig anderen Block sitzen, werden automatisch aktualisiert. Das ist schon mal ein Feature, was ich erstmal ganz nett finde, ganz cool finde. Wenn ich jetzt allerdings mal kurz mit rumspiele, merke ich, wie immer, hier unten ändert sich nichts. Also das ist nicht miteinander kompatibel. Diese Standard-Kacheln sind eben nicht anpassbar, wenn ich nicht programmieren kann, PHP-Templates anpassen kann oder ähnliches kann. Genau. So grundsätzlich ist es aufgebaut, das sind die Features, aber auch hier wieder, mir fehlt zum Beispiel eine Farbeinstellung für diese Bar, mir fehlt grundsätzlich ein paar Layout-Optionen, also auch das wieder, es gibt viele Blocks, die WooCommerce mitliefert, aber die sind doch etwas beschränkt im Großen und Ganzen und liefern nicht unbedingt den Umfang, den ich mir so erwünsche. Und genau, wir schauen jetzt einfach nochmal kurz zusammenfassend an, was macht denn WooCommerce Stand jetzt nativ, also es ist jetzt ein grober Überblick. Wir haben viele neue Blöcke, wir haben viele Produktübersichtsblöcke, die eben Produkte in verschiedenen Darstellungen anzeigen und auch ein bisschen editierbar sind. Wir haben Filtermöglichkeiten und ein paar mehr, Kategorien darstellen etc. Wir haben immer noch den Customizer, der
aktiviert wird, der irgendwo notwendig ist, immer noch da ist für den Kunden, für den eine Website vielleicht aufgesetzt wurde, ist der noch vorhanden und dort können Einstellungen getroffen werden. Wir haben Kernfunktionen, also sowas wie die Checkout-Page, Card-Page, Single-Product-Page, die nicht im Editor anpassbar sind, sondern einfach Hardcode, also immer noch in PHP funktionieren. Und wenn wir Individualisierung machen wollen, dann sind wir natürlich A vom Theme extrem abhängig. Ich meine, 2022 sieht jetzt erstmal ganz schön aus. Grundsätzlich funktioniert auch alles im Frontend. Da ist jetzt nichts, was das Layout bricht oder ähnliches. Aber ich habe jetzt auch keine Optionen, diese Buttons anders zu stylen etc. Inhalte basieren nach wie vor auf PHP-Templates. Das heißt, wenn ich Layout- und Inhaltsanpassung machen will, dieser verschiedenen Kernelemente, dann muss ich irgendwo individuell ran und muss ich programmieren können. So, und als nächstes schauen wir uns einmal kurz an, was machen denn andere Tools, was machen denn Drittanbieter auf dem Markt? Und als allererstes möchte ich mir das Bloxy-Theme anschauen. Ich habe auch hier wieder eine kleine Stage einfach aufgesetzt. Bloxy kennen vielleicht einige von euch, ist ein Blog-Supporting-Theme im ganz normalen Directory. Könnt ihr euch herunterladen, ist frei, benutzt wiederum ein Plugin, das heißt Stackable Blocks, um diese Contents so darzustellen. Könnt ihr gerne runterladen, benutzen, vermarktet immer auch ein bisschen eine Pro-Version von dem Ganzen. Natürlich, wie es meistens so ist, aber grundsätzlich funktioniert das schon sehr viel, sehr gut. Und hier habe ich jetzt so einen kleinen Pflanzenshop mehr oder weniger aufgesetzt. Ich scroll jetzt mal runter, genau, man sieht jetzt ein paar Produkte, beziehungsweise sieht sie nicht, weil sie nicht auf dem Server liegen, sondern von der URL gefetcht werden, die jetzt gerade nicht geladen haben. Genau, jetzt sind sie aber da. Ich habe jetzt hier verschiedene Produktkacheln, ja, mit dem Layout, Titel, Preis und Warenkorb-Button. Jetzt schauen wir uns einmal an, was Bloxy denn so alles macht. Und zwar ist Bloxy kein Full-Set-Editing-Theme, sondern nach einem Blog-Theme natürlich, aber immer noch mit dem Customizer, der auch so ziemlich das Herzstück ist von dem, was Bloxy macht. Denn im Vergleich zu den Standard-Themes zum Beispiel bietet es jetzt sehr, sehr viele Optionen an, um Inhalte anzupassen. Customizer, ihr kennt es wahrscheinlich alle, das ist das hier, diese Option, Header, Footer etc., die vor Full-Set-Editing jedes Theme individuell bauen musste und Bloxy macht es an der Stelle eben. Und hier bieten sie eben einige WooCommerce-Optionen. Da schauen wir uns kurz einmal die Option an. Also allgemein habe ich jetzt hier, sieht schon mal ein bisschen anders aus, ich habe jetzt allgemein ein paar mehr Optionen. Ich kann jetzt diese Benachrichtigung, die WooCommerce mir an verschiedenen Stellen immer wieder anzeigt, sowas wie der Warenkorb ist leer oder Element wurde aus dem Warenkorb entfernt oder ähnliches, kann ich jetzt hier in ihrer Farbe anpassen. Ich habe jetzt hier auch ein Rating, das ich mit der Farbe anpassen kann. Also diese Theme-Optionen, die grundsätzlich da sind, die 2022 einfach selber definiert, kann ich jetzt hier definieren. Ihr seht zum Beispiel, ich kann so ein Quantity-Input, der ist dieses kleine Control, kann ich jetzt hier in zwei verschiedenen Typen einstellen, die ganz schön sind, kann dann das Design, also die Farben, selber wählen. Und wir gehen es einfach mal kurz durch. Ich habe noch so eine Sale-Badge, die immer mal wieder auftritt in WooCommerce-Seiten. Hier diese Sale-Badge, die kann ich auch hier anpassen. Genau, ich kann die Account-Page ein bisschen anpassen. Kann ich jetzt leider kein Preview zeigen, weil im Customizer ist man in diesem iframe nicht eingeloggt. Kann ich einen Avatar, einen Nutzername anzeigen. Auch bei der Kasse-Seite habe ich mehr oder weniger hier die exakt gleichen Optionen, die mir WooCommerce standardmäßig gibt. Einfach ein bisschen anders verpackt und noch zwei, drei Design-Optionen. Und genau, jetzt schauen wir mal rein in die Produktarchive, weil hier wird es jetzt interessant und hier ist jetzt ein bisschen die Konkurrenz da zu Full-Set-Editing, wer es schon kennt. Genau, weil ich habe jetzt hier für meine Produktarchiv-Page grundsätzlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will das Ganze jetzt in diesem Standard-Layout haben, also die Buttons und Headlines untereinander zentriert, oder ich habe hier so eine andere Variante, wo es ein bisschen boxy Kacheln sind mit einem Button rechts unten. Genau, und das sind eigentlich die ganzen, alle Varianten, die ich habe. Ich kann dann mir die Anzahl der Spalten anzeigen, ich kann eine Sortierung anzeigen, an- und abschalten und ich habe dann die Möglichkeit, das für jeden Breakpoint anzupassen und kann hier noch ein paar Optionen hinzuschalten, Farben wählen, Schriften wählen. Also ich habe hier schon relativ viele Optionen, aber alles im Customizer. Also ich kann diese Elemente nicht irgendwo im Blog-Editor anpassen. Und zu guter Letzt noch einzelnes Produkt, also Single Product Page. Auch hier, ähnlich wie man es jetzt von der Shop-Übersicht gerade gesehen hat, habe ich ein paar Design-Optionen. Sidebar zum Beispiel brauche ich jetzt nicht mehr mit Blocks.
Und ich kann jetzt hier verschiedene Breiten wählen, Abstände wählen, Titel und weitere Elemente an- und abschalten und habe so relativ viel Kontrolle über diese Produktseite, kann alle meine Farben einstellen. Also ich habe hier sehr viel Kontrolle über diese Elemente, die WooCommerce mir grundsätzlich mitgibt, im Sinne von Designkontrolle, also Farben, Layouts, hier und da mal ein kleines Feature, wie eben zum Beispiel das Quantity Input. Aber ich kann nicht grundlegend diese Elemente von WooCommerce verändern. Ein letztes Element will ich noch kurz zeigen, auch in der Navigation. Da haben Sie so ein eigenes Navigationsfeature, was ganz schön ist, allerdings auch mit Full-Site-Editing obsolet, sage ich mal, wo man ein Warenkorb-Icon hinzufügen kann. Und dann, wenn man jetzt hier drüber hat, sieht man so eine kleine Mini-Warenkorb, wo ich zur Kasse zum Warenkorb gehen kann. Auch ganz schön, habe ich auch hier wieder ein paar Optionen, kann das Icon wählen, kann das die Farben, ein paar Abstände setzen, Fonts etc. Also auch hier wieder, das ist eine schöne Variante der Integration. Genau, das ist tatsächlich ein Feature, das mir der Kurs auf keinen Fall mitgibt erstmal. So, ich speichere jetzt aber nicht groß ab. Und ja, ich, noch kurz der Vollständigkeit halber, ich habe es schon ein bisschen erwähnt. Wenn ich jetzt diese verschiedenen Seiten anpasse, dann sehe ich auch hier wieder, naja, ich gehe mal in die Shop-Seite rein, ich sehe gehende Leere, weil genau das ist es, wenn ich jetzt Inhalte, Layouts anders anpassen will als diese CSS-Optionen, die Farben, die Font-Families etc., dann brauche ich wieder PHP oder ähnliches. Genau, also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben jede Menge Seiten, die mittels Customizer anpassbar sind, jede Menge Darstellungen. Wir haben eine gute Kontrolle über allgemeine Darstellungen. Wir können auch Inhalte individualisieren ein Stück weit. Wir haben allerdings keine Blocks-Erweiterungen, also wir haben keine individuellen Blocks, die jetzt Blocks irgendwie anlegt, registriert, auch stackable nicht. Und wir müssen immer, wenn wir Inhalte anpassen wollen, bestimmte Sachen machen wollen, die der Core nicht mitgibt, dann brauchen wir Programmierkenntnisse oder unter Umständen eben weitere Plugins. Genau. So, und jetzt will ich kurz einmal ein Beispiel anhand der Grade Suite zeigen. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich will einfach nur ein, zwei Unterschiede nochmal zeigen, wie wir da rangegangen sind, weil, also natürlich A, ich habe jetzt ein bisschen mehr Insight in die Grade Suite als in manch anderes Produkt, deswegen kann ich darüber schnell was sagen. B, haben wir einfach ein paar Optionen oder einfach Gestaltungsfreiheiten vermisst in anderen Tools, die wir selber auf den Blog-Editor drauf programmiert haben. Einfach um zu zeigen auch so ein bisschen, es ist nicht schwer, darauf aufbauend Lösungen zu programmieren, die nativ kompatibel sind, weil das ist immer unser Ansatz, wir wollen nativ kompatibel sein. Wir wollen darauf aufbauen, bis der Kern hoffentlich irgendwann selber mit diesen Features in die Ecke kommt, sei es zum Beispiel Full-Site-Editing oder jetzt auch Richtung WooCommerce. Da komme ich gleich danach dann noch dazu. So, auch die Grade Suite funktioniert in der heutigen Public-Version noch mit dem Customizer. Wir entwickeln tatsächlich gerade Full-Site-Editing, macht sehr, sehr viel Spaß, ist allerdings noch ein Beta, deswegen bleiben wir im Customizer. Ich will es hier kurz anreißen. Auch hier haben wir wieder ein Panel WooCommerce. Der Customizer sieht hier klassischer aus. Wir haben hier die Standardoption, die dir WooCommerce grundsätzlich mitgibt, eben genau diese Thumbnails. Die Website hier übrigens auch nicht großartig jetzt angepasst. Und dann haben wir verschiedene Optionen in der Navigation. Also auch hier haben wir ein kleines Warenkorb-Icon. Wir haben ein Konto-Icon, was automatisch erzeugt wird. Wir haben, genau, die Shop-Seite kann hier angepasst werden, auch ähnlich. Wir haben Elemente, die ein- und ausgeblendet werden können. Wir haben die Standardoption und dann haben wir Farben, Fonts. Jedes Element kann einzeln angepasst werden. Genauso läuft es eigentlich ab bei der Produktseite. Auch hier wieder kann ich zum Beispiel das Layout komplett verändern etc. Ich kann mir Elemente und Features eben anzeigen, nicht anzeigen, wie auch immer ich das am liebsten mache. Und kann hier so die Optionen jeweils gestalten, eben immer in Schrift, Farbe, Größe, Abstände, das Ganze auch mit Warenkorbbildern. Ist gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es doch auch ähnlich ist mit das, was Bloxy macht und was auch viele andere Teams gemacht haben oder machen, weil es einfach keine Alternative gab. Auch hier kann ich den Warenkorb anpassen im Layout etc. Die Kasse läuft ähnlich ab. Ich habe die Möglichkeit, mein Konto-Tabs noch darzustellen, kann hier so ein Tab-Layout oder ein klassisches Listen-Layout wählen, zum Beispiel Tabellen individuell anpassen, Tabs individuell anpassen.
Genau, also ich habe hier jede Menge Möglichkeiten, standardmäßig im Customizer drin, relativ ähnlich mit dem, was Bloxy macht, aber das ist überhaupt gar nicht das, was ich jetzt zeigen möchte. Ich wollte es nur kurz anreißen. Auch hier ist noch der Customizer drin und macht genau das, also die CSS-Einstellungen optional setzen und zur Verfügung stellen, die das Team grundsätzlich anlegt, um WooCommerce so aussehen zu lassen, wie es eben aussehen soll. So. Und jetzt schauen wir uns einmal die verschiedenen Seiten an, die hier so angelegt sind, die WooCommerce standardmäßig anlegt. Also als allererstes schauen wir uns die Shop-Seite an. Und hier ist schon der erste Unterschied. Wir haben jetzt hier auch kein Preview, auch kein Shop-Content. Ich habe jetzt auch keinen angelegt extra. Wir haben hier einfach nur einen dynamischen WooCommerce-Inhalt. Das ist nichts anderes wie ein Wrapper, der genau diesen PHP-Content dann automatisiert rendert. Der Vorteil hier ist jetzt vor allem, ich muss jetzt hier keinen Shortcode einfügen, ich kann diesen Inhalt automatisch verschieben, wrappen, Inhalte darüber, darunter etc. erstellen. Und genauso läuft es auch bei den verschiedenen anderen Seiten. Also sei es jetzt in meiner Checkout-Seite, in meiner Kasse-Seite, in meiner Mein-Konto-Seite, auch hier sind einfach verschiedene Elemente angelegt. Und hier sieht man zum Beispiel, ich habe die Kasse in so einen kleinen Group-Wrapper gelegt, so ein Background-Shadow eingepasst und schon habe ich eine individuelle Kassenseite, die nach was aussieht. Genau, also so vom Grundsätzlichen ist da erstmal immer ein Wrapper drin, so ich kann das anpassen, aber ich kann auch hier nicht reingehen und jedes Element im Blog-Editor, was ich jetzt gerne als Nutzer des Blog-Editors machen würde, ich würde gerne reingehen, diese Headline-Größen anpassen, Farben einstellen und. Auch das ist hier nicht möglich. Auch das basiert immer noch auf PHP-Inhalten. Aber da sind wir dann einen Schritt weiter gegangen, weil uns das nicht gereicht hat. Und wir haben mit Dynamic Templates, ein Feature, wird der Thomas wahrscheinlich mehr darüber erzählen, noch ein paar weitere Optionen hinzugefügt, und zwar WooCommerce Templates. Also man kann sich dann automatisch verschiedene Templates erstellen, die dann jeweils für WooCommerce Produktseiten, Shop-Übersichten, je nach Kategorie, nach Schlagwort, mein Kontoseiten kann ich in die verschiedenen Tabs zum Beispiel. Ich bin noch angeschnallt. Ich komme nicht raus. Genau, in die Bestellungstab, in den Downloads-Tab, Adressen etc. kann ich überall Inhalte einfügen. Wir schauen uns einfach mal kurz an. Ich habe hier WooCommerce Dashboard unten mir erstellt und ich habe jetzt Inhalte hinzugefügt. Ich gebe hier noch was ein. Genau, und wenn wir jetzt dann ins WooCommerce Dashboard zurückgehen, also ins Mein Konto Dashboard, dann sehen wir, haben wir da Inhalte eingefügt und so geht es relativ schnell, dass man Inhalte, wir sehen hier genau, hier ist mein Testinhalt drin, so kann man relativ schnell Inhalte in diese Tabs einfügen, was vorher einfach nur immer in PHP ging, es war sehr lästig. Genau, das ist ein Beispiel, wie wir diese Inhalte zur Verfügung gestellt haben und halt geschaut haben, dass wir diese PHP-Templates zwar komplett unterstützen, weil WooCommerce so arbeitet und wir diesen Weg auch nach wie vor unterstützen müssen, aber halt ein bisschen individuell rangehen, um den Programmieraufwand etwas runterzufahren. Und zu guter Letzt will ich einmal die Pricing-Seite zeigen, die ich hier in dieser Seite noch drin habe. Das hier sind meine Produkte aus meinem Shop, aber ich habe hier eine völlig andere Darstellung für meine verschiedenen Produkte gewählt. Und das habe ich einfach mit dem Core Query Block gebaut. So, wenn ich jetzt hier reingehe und die Seite bearbeite, dann sehen wir auch schon, was dahinter liegt. Also ich gehe jetzt mal hier kurz in die Listenansicht und wir sehen jetzt, ich habe hier einen Abstand, Überschrift, Abfrage-Loop, Abstandshalter drin. Genau. Und jetzt hier in diesem Query-Loop habe ich nichts anderes als, gut, ich habe jetzt noch ein Dynamic-Template drin, das können wir uns auch kurz anschauen. Genau. Dieses Template habe ich mir einmal angelegt, da habe ich ein bisschen so ein Layout reingebaut, habe so ein Box-Shadow gemacht, hier ist ein Preis, Titel etc., ein Image reingesetzt. Und dann bin ich reingegangen und befülle diese Daten jetzt einfach in Standardblöcken wie dem Headline-Block oder dem Text-Block, habe ich diese mit dynamischen Daten. Produkt Kurzbeschreibung, Preis mit Formatierung ohne Nachkommazeichen bitte. Ich habe jetzt hier einen dynamischen WooCommerce Ajax-Button eingefügt und habe so meine Daten aus meinem WooCommerce Backend nativ in dem Query-Block im Block-Editor selber zusammengebaut. Und ihr seht, ich kann hier Background-Shadows, Groups etc. Ich kann hier eigentlich machen, was ich möchte. Und vorne raus kann ich dadurch eine Seite generieren, die eben Produkte auflistet in der Art und Weise, in der Gestaltung, wie ich sie gerne habe. Genau, und das einfach, um zu zeigen, wo nochmal der Unterschied ist. Also dynamische Elemente aus dem Backend direkt hier eingebunden und man hat alle Design-Optionen, alle Optionen, die man im Blog-Editor kennt, und kann hier völlig freie Gestaltung wählen. Und damit kann man auch die ganze Shop-Seite nachbauen und kann einfach den Standardinhalt rauslöschen
eine Pricing-Seite selber reinbauen, sagt, der Query soll es bitte übernehmen und dann hat man automatisch einen voll funktionsfähigen Loop, der genau das darstellt, was diese Seite macht, nur eben individuell mit einem Query-Loop, mit den Designs und Core-Blocks, die ich so möchte. So, fassen wir nochmal kurz zusammen. Also wir haben auch hier wieder die Darstellung der Seiten mittels Customizer anpassbar. Ich habe hier fast jede Seite, kann ich irgendwie mit jedem Darstellung anpassen. Ich habe zur Individualisierung der Inhalte habe ich natürlich nach wie vor PHP-Templates. Das sind die Kerninhalte, die immer noch unterstützt werden, wo WooCommerce auch arbeitet. Und dann gibt es verschiedene Erweiterungen mittels Blocks und mittels kleiner Dynamic Templates. So, und jetzt kommen wir zum interessanten, sehr, sehr interessanten Teil. Was bringt die Zukunft, beziehungsweise was ist teilweise schon da? Denn viele von euch haben vielleicht jetzt bemerkt, naja, da geht doch schon ein bisschen mehr. Ja, das ist tatsächlich so. Und auch hier habe ich eine kleine Stage vorbereitet. Nein, habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe nämlich die gleiche Stage, die wir gerade schon gesehen haben, nämlich die 2022 Theme Stage, einfach nur mit jetzt einem Plugin aktiviert. Das heißt WooCommerce Blocks. Das WooCommerce Blocks Plugin ist so ein bisschen das Pendant zu dem Gutenberg Plugin. Nämlich, das gibt immer die neuesten Entwicklungsstände vom Automatic Team, vom WooCommerce Automatic Team mit rein, gibt die neuesten Features mit rein. Wird nicht unbedingt empfohlen, auf Live-Shops laufen zu lassen, weil sich eben Features teilweise mit Breaking Changes noch ändern können. Und nach werden Elemente aus dem Plugin in den Core von WooCommerce gemerged. Genau, also auch da funktioniert es ähnlich wie das Gutenberg-Plugin an sich. So, und jetzt gehen wir einmal, ich habe das Plugin jetzt aktiviert, in den Site-Editor, den ich vorher tatsächlich extra noch nicht gezeigt habe. Im Site-Editor haben wir nämlich jetzt standardmäßig auch Template-Parts und Templates von WooCommerce selber. Also wir haben zum Beispiel die Products by Tag, Category, Product Catalog und Single Product. Und jetzt gehen wir mal in Single Product rein, weil das ist genau das, was wir auch gerade schon ein paar Mal gesehen haben. Grundsätzlich ist hier nicht viel, das wurde bisher mit der Shop-Seite gemacht. Und hier sehen wir jetzt einen neuen Block. Und der ist nichts weiter als ein WooCommerce Classic Template Block. Das ist genau der gleiche Platzhalter, den wir gerade bei Great Suite zum Beispiel gesehen haben. Der wird jetzt einfach nur von dem Plugin ersetzt, ist tatsächlich auch kompatibel. Und da wird einfach nur darauf hingewiesen, bitte nicht removen. Das rendert den PHP-Content und es gibt mir jetzt die Vorteile, ich kann das wrappen, ich kann Hintergrund anlegen, Elemente davor, darunter, ich kann es auch entfernen, wenn ich es möchte. Und so ist jetzt grundsätzlich, sind diese Templates aufgebaut. Ich kann jetzt hier in die verschiedenen Products by Category zum Beispiel reingehen. Auch hier sehen wir WooCommerce Classic Template. Das ist tatsächlich überall so aufgebaut. So sind grundsätzlich diese Templates für die verschiedenen Elemente und Products by Category, Product Catalog etc. vorhanden. Ähnlich wie wir es gerade gesehen haben. So, und ein Element will ich jetzt hier im ersten Moment mal hervorheben und das ist ein relativ neues Feature. Das nennt sich Mini-Card. Ich gehe mal einfach kurz rein und ihr seht jetzt hier, naja, wie es der Name schon sagt, Mini-Card. Also ich habe jetzt hier eine Headline, kann ich auch nicht groß anpassen. Ich habe jetzt hier ein paar Product-Items, auch die kann ich nicht wirklich anpassen in ihrer Gestaltung. Auch hier unten ein paar Buttons. Ich kann jetzt Elemente hinzufügen, Texte, Bilder, Headings etc. Möchte ich jetzt aber gerade gar nicht groß. Ich gehe jetzt in einen anderen Template-Part rein, nämlich den Header und lege dort jetzt ein Element rein, nämlich diese Mini-Karten. Wir sehen jetzt einen kleinen Preview. Ich kann jetzt nur noch wählen, was passiert denn, wenn ein Element in den Warenkorb hinzugefügt wird. Ich sage mal Open Card Drawer. Hier kriege ich noch den Hinweis, das Ganze wird in diesem Template, das wir gerade gesehen haben, gepflegt. Und jetzt gehe ich einmal auf meine Seite und ich sehe jetzt hier dieses kleine Element. Und wenn ich jetzt in Shop gehe und ein neues Element hinzufüge, dann sieht man auch hier wieder, dieser Drawer wird automatisch geöffnet. Das ist jetzt ein neues Core-Feature, ist noch nicht gemerged. Das ist wirklich ein neues Feature, was jetzt im Block-Editor nativ mit reinkommt, was man auch nur nutzen kann, wenn man den Block-Editor nutzt und am besten Full-Set-Editing für die Navigationsleiste etc. Und so, dieses Feature ist so ein bisschen die Antwort auf das, was moderne Shops heutzutage verlangen, wofür es viele individuelle Lösungen gab. Wir haben jetzt gerade Bloxy zum Beispiel gesehen, die das mit einem kleinen Pop-up machen. Und genau das ist jetzt im Core und wird Stück für Stück entwickelt. Und ich will noch jetzt kurz auf Cart und Checkout Pages eingehen, weil genau das ist eigentlich was, was auch sehr gut zeigt, was jetzt hier gerade an Entwicklung vorangeht. Denn ich habe jetzt hier noch, wie ihr seht, noch meinen Shortcode.
Den will ich jetzt aber tatsächlich mal entfernen und ich bin jetzt in der Card und ich scroll runter und habe jetzt hier einen neuen Block, der heißt Card. So, habe ich eingefügt und wir sehen hier tatsächlich ein Preview. Ich habe jetzt einen ähnlichen Preview wie gerade. Ich habe jetzt hier meine verschiedenen Elemente, kann noch nicht wirklich reingehen und die Elemente anpassen. Ich sehe jetzt aber hier schon meine ganzen Blocks, Fees, Subtotal, Heading, Express, Checkout, Shipping, kann verschiedene Elemente rausnehmen, kann sie entfernen, kann sie anordnen etc. Und habe zum Beispiel auch einen Zustand in Empty Card. Auch die kann ich jetzt, den Zustand kann ich jetzt komplett designen. Wir sehen jetzt hier sind einfach Texte eingefügt, ein kleines Icon, ein kleines Bild in dem Fall tatsächlich. Und das ist ein Schritt in die Richtung, in die gerade WooCommerce massiv entwickelt. Weil ich zeige euch das Ganze auch nochmal im Checkout-Bereich. Auch hier, wenn ich jetzt reingehe, Entschuldigung, falscher Button, genau, kann ich auch hier Checkout hinzufügen und wir sehen jetzt hier im List View, ich habe hier alle meine Elemente direkt als Blocks zur Verfügung, habe hier jetzt auch schon verschiedene Optionen und das ändert sich gerade massiv. Und das ist ein Schritt in die Richtung, in die WooCommerce gerade geht und das wird die Zukunft sein von WooCommerce und vom Blog-Editor vor allem zum Zusammenspiel mit WooCommerce. Denn Schritt für Schritt geht es dahin, alle diese PHP-basierten Templates umzuziehen auf Blogs. Denn das ist das, was der Blog-Editor initial so ein bisschen versprochen hat und was jetzt langsam, was jetzt endlich möglich ist. Und das ist ein Screenshot, ein Bild. Ihr habt vielleicht den neuesten WordPress Tavern-Post gesehen. Das ist der Schritt und das da soll es gehen, dass jedes dieser Elemente, eben hier zum Beispiel das Single Product Page, individuell anpassbar ist, dass ich für jedes Element Layout, Design, Größe, Dimensionen, was auch immer ich möchte, hier wählen kann, Farben, alle Optionen, die ich im Blog-Editor habe und so meinen Shop komplett aufsetzen kann. Denn, auch das ist klar, Automatics setzt in Zukunft viel mehr darauf, dass Leute ihren Shop, dass die tatsächlichen Verkäufer ihren Shop selber pflegen können, Anpassungen vornehmen können und für immer, immer weniger Prozesse hintenrum dann Entwickler vonnöten sind. Fassen wir nochmal zusammen. Stand jetzt, also Kernseiten werden Stück für Stück in Blogs und Templates umgewandelt. Also wir haben gerade gesehen, Card ist schon in Blogs da, ist noch im Plugin, wird Stück für Stück gemerged. WordPress 6.0 wird ein großer Schritt werden, ist zumindest angekündigt. Checkout ist bereits in Blogs umgesetzt. Single Product ist das nächste on der Roadmap, wo wir gerade, haben wir gerade den Screenshot gesehen. Es gibt neue Funktionen, die hinzukommen, die vorige PHP-basierte Classic Editor WooCommerce-Seiten nicht konnten. Also zum Beispiel den Mini-Card, aber auch jede Menge weiteren Funktionen könnt ihr euch gerne mal im Board anschauen. Es gibt jede Menge Ideen, die individuelle Lösungen dann standardisiert werden und umgesetzt werden. Ja, zusammenfassend. Wir haben bereits heute mit dem Blog-Editor im Zusammenspiel mit WooCommerce viel mehr Kontrolle über Darstellungen als mit dem Classic-Editor. Wir haben viel mehr Optionen. Wir haben jede Menge Blogs, die verschiedene Produkte darstellen können, die verschiedene Elemente darstellen können. Wir haben eine hohe Individualität bereits ohne Code. Also wir können ohne Code eben diese Elemente im Shop erstellen. Wir haben Kernfunktionen, die Stück für Stück jetzt langsam zu Blogs umgewandelt werden. Wir haben ein paar Beispiele gesehen und wir kriegen vor allem jede Menge neue Funktionen für moderne Shops. Ja, und das Ziel, habe ich auch schon gesagt, ist ganz klar, individuelle Shops sollen in Zukunft und eigentlich zum großen Teil sind sie das heute auch schon ohne Code möglich sein, nur rein aus dem Blog-Editor und dann kann jeder im besten Fall seinen Shop und seine Darstellung in seinem Shop individuell im Blog-Editor visuell bauen, visuell zusammenklicken und es werden keine Programmierer mehr zwingend für diese Prozesse benötigt. Ja, und das war's von meiner Seite heute. Das war mein Vortrag. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt vielleicht. Ihr habt ein paar interessante Dinge gesehen, vielleicht auch manche Sachen, die euch nicht gut gefallen haben. Ich bin sehr offen für Fragen, für Feedback. Hinterfragt gerne eure Erfahrung vielleicht. Auf keinen Fall hier habe ich hier die Gänze des WooCommerce-Blog-Kompatibilität hier zusammengefasst. Ich habe ein Wrap-up gegeben. Ich habe euch gezeigt, ja, was ist so möglich mit verschiedenen Plugins, aber auch aus Out of the Box, was wird so kommen. Vielleicht habt ihr Tools da draußen, die noch viel, viel besser funktionieren oder viel, viel toller sind. Ich habe auch noch ein paar andere Tools, die hier einfach nicht mit reingepasst haben, die ich auch selber gerne benutze. Genau. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt was gelernt. Und ich bin offen für Fragen und freue mich auf Fragen und werde jetzt mal in den Chat einen Blick werfen.
So. So, dann erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Jakob. Das war sehr spannend. Und ich habe gesehen, zum Beispiel Christoph hat eine Frage, ob nun die Great Suite ein Theme, ein Plugin oder beides ist. Und ähnliches, also im Chat haben sich ein, zwei Fragen gegeben, die du vielleicht beantworten kannst. Alle anderen, die Fragen haben, können es gerne im Chat schreiben oder dann auch direkt fragen. Ja, genau. Danke. Ich habe die Frage genau gerade auch gelesen. Es ist eine sehr gute Frage. Die erste, ist die Great Suite ein Plugin, ein Theme oder beides? Stand jetzt ist sie beides. Genau das hat es eigentlich vielleicht auch schon ein bisschen gezeigt. Ihr habt den Customizer gesehen mit den Optionen etc. Wir sind gerade dabei, Full-Site-Editing zu entwickeln und wir denken, ich glaube, wenn man so mitkriegt, was so in dem WordPress-Umfeld unterwegs ist und was Richtung Full-Site-Editing unterwegs ist, werden Themes immer unwichtiger für uns. Wir haben jetzt auch gemerkt, eigentlich ab Full-Site-Editing ein paar Sachen fehlen noch, aber ab dann ist es uns völlig egal, was für ein Theme vorne drum dran ist. Die Great Suite ist viel stärker in den Plugins, in dem Plugin-Kontext, in den Optionen, die hintenrum dran sind. Also Stand jetzt ist es beides. Das ist eine Suite, die beides abdeckt. In Zukunft überlegen wir uns aber tatsächlich, ob wir das Theme ja zwar noch anbieten, aber vielleicht sogar komplett abschaffen und noch als Plugin fungieren, weil der Core mittlerweile aus unserer Sicht so weit ist, dass man das abschaffen kann. Und vielleicht gibt es in ein paar Jahren gar keine Themes mehr. Also bin ich auch mal gespannt über einen Vortrag in die Richtung, weil da haben wir in letzter Zeit auch heiß diskutiert. Genau, also soweit, er stand jetzt beides, genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ah, genau, du hast schon geantwortet, vielen Dank. Ja, genau, okay. Dann denke ich, dass die Frage ist beantwortet. Dann der Stefan hat gefragt, werden vorhandene Shops mit Storefront auf Blogs umgestellt oder bleiben sie wie gehabt? Also Stand jetzt ist es so, auch diese Blog-Features, die ihr gesehen habt, die WooCommerce bietet, die sind nur optional. Und gerade die, die im WooCommerce-Blogs-Plugin drin sind, sind sowieso gar nicht, sollen gar nicht auf Live-Umgebung, auf wirklichen Produktivshops laufen. Das wird nicht empfohlen. WooCommerce ist auch deswegen noch hinterher und hat vor allem diese Wrapper für PHP-Elemente, weil sie Kompatibilität immer noch groß geschrieben hat, Automatic grundsätzlich ja, obwohl man das bei Gutenberg vielleicht ein bisschen hinterfragen kann. Aber auch das, es wird noch lange, lange, lange Zeit kompatibel sein. Ich glaube, der Shitstorm, den will sich Automatic nicht aufbürden, wenn sie das plötzlich abstellen würden. Aber was klar ist, und ich hoffe, das hat mein Vortrag auch ein bisschen gezeigt, es werden immer mehr Features und es wird immer mehr Möglichkeiten mit Blogs geben. Das heißt, dann irgendwann wird es wahrscheinlich keinen Sinn mehr machen, nicht mit Blogs zu arbeiten, weil diesen Feature-Umfang kannst du dann nicht mehr umsetzen, ohne dass du mit dem Blog-Editor arbeitest. Stand heute, habt ihr gesehen, gibt es eben schon einige tolle Funktionen, viele noch nicht, bleibt abzuwarten. Stand jetzt kann man noch wählen, das wird man sicher auch noch tun können in den kommenden Jahren, denke ich, aber es wird vielleicht immer weniger sinnvoll und effizient, ohne Blogs zu arbeiten. Ich hoffe, das hat es irgendwie beantwortet. Genau, Meinung, es wird sicherlich in ein paar Jahren nur noch Pattern-Templates geben. Ja, das M-Span, ich glaube, du bist auf dem richtigen Pfad. Das sehen wir ähnlich. Also ich glaube, Themes sind irgendwann gar nicht mehr so wichtig. Jessica hat geschrieben, das war sehr übersichtlich hilfreich. Genau. Okay, gar keine Frage. Super Eindruck. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Kamen auch noch ein paar andere Meldungen, Bedankungen rein. Ja, es freut mich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Vielleicht habt ihr auch ein paar andere Ansichten an der einen oder anderen Stelle. Das ist ja völlig normal. Ja, ich bin sehr gespannt, wo es noch hingeht, so die Reise. Wir verfolgen es immer. Wie gesagt, der Beitrag von heute Morgen, ich habe den Screenshot jetzt heute direkt eingebaut von WordPress Tavern. Vielleicht folgt ihr dem Newsletter, immer sehr interessant. Wir sind gespannt, wo es hingeht, vor allem WordPress 6.0 soll wohl noch einiges dieser Features und auch neuen Features in den Core mergen, dass auch WooCommerce da nochmal ein dickes Update erhält. Genau, aber so richtig committen wollen sie sich um Timings immer nicht bei Automatic und WooCommerce. Genau. Ja, wenn noch weitere Fragen sind, immer gerne. Ansonsten würde ich erstmal wieder zurück an Andrew, Karl übergeben. Genau. Und bedanke mich auf jeden Fall bei allen. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen. Also uns hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Für euch noch der Hinweis, dass der Vortrag dann ja auf WordPress TV erscheinen wird. Da könnt ihr also in Kürze alle Details in Ruhe nochmal anschauen, beziehungsweise auch einfach mal auf die Stopptaste drücken und dann nochmal genau sehen, weil Jakob hat
bewundernswerterweise so schnell alles durchgezoomt und gezeigt, dass ihr, nee, war perfekt, dass ihr in dem Sinne jederzeit auch einfach mal auf die Pause-Taste drücken könnt und das nochmal in Ruhe anschauen könnt. Also da in Kürze auf WordPress TV. Ansonsten, wie gesagt, es war klasse und eben man hat auch wirklich gesehen, dass du da seit Jahren schon dabei bist und eben nicht nur aus dem Grafischen, sondern eben auch von der Entwicklung dabei bist und ja, das aus mehreren Blickrichtungen siehst. Von mir wäre es das erstmal, gibt es Fragen noch? Dünder, Achim, wie ich sehe, wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt und genau, ansonsten Karl oder wie sieht's aus? Anscheinend nicht. Ich hoffe, man hat es gut verstanden, weil meine Hündin hier im Hintergrund ein bisschen auf ihrem Holzen knabbert. Deswegen kann ich da manchmal. Wenn es jetzt keine Fragen konkret zum Vortrag gibt, Jakob, sicherlich kann man ja dich auch noch mal konsultieren, anschreiben. Hast du deine Adresse genannt oder wir dürfen sie dann auf unsere WordPress-Seite setzen, wie man dich kontaktieren kann? Genau, also am besten tatsächlich einfach über unsere Website gehen und da kontaktieren. Wir haben Support etc., Mitarbeiter, die sich dann darum kümmern. Mich jetzt direkt kann man auch erreichen. Ich bin, glaube ich, auf der Website nochmal aufgeführt. Genau, ansonsten unter jt@great.de, also jt zusammen, @great.de ist meine E-Mail-Adresse. Da kann man mich auch erreichen, wenn man da jetzt nochmal Rückfragen hat zu dem Vortrag. Sehr gerne direkt. Ansonsten über unsere Website great.de findet ihr eigentlich alle Informationen, könnt das Team kontaktieren. Irgendwo Hilfe braucht, mal testen wollt, irgendwie mal sehen wollt, was gibt es da noch. Ansonsten Thomas, wie gesagt, hält ja den Vortrag das nächste Mal. Da geht es dann nochmal viel, viel mehr ins Detail. Ich habe jetzt ja nur kurz ein, zwei Sachen Richtung WooCommerce da gezeigt. Da geht es nochmal mehr ins Detail. Genau, also gerne mich mittels Mail erreichen, Rückfragen stellen oder Theorien, ob es Teams noch gibt oder nicht. Oder andere Theorien, sind immer offen für alles. Der Tim hebt die Hand. Tim hat eine Frage, bitte. Ja, hallo liebe Leute. Mal allgemeine Frage. Was hast du da so ungefähr eine Einschätzung, wann man das neue WordPress mit Full-Site Editing auch tatsächlich so produktiv nutzen kann? Also im Moment ist es ja noch ein bisschen sehr Beta und buggy auch teilweise. Hast du da irgendwie so eine Idee, so eine eigene Einschätzung? Also grundsätzlich, du meinst jetzt bezogen auf WooCommerce? Nö, allgemein, also mal unabhängig jetzt von WooCommerce. Also meine Meinung ist grundsätzlich, dass eigentlich heute schon der richtige Zeitpunkt ist. Ich habe auch nächste Woche auf dem WordPress WordCamp in Wien einen Vortrag zu dem Thema. Meine Ansicht ist tatsächlich, dass es heute der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt sehr, sehr viele gute Plugin-Theme-Autoren da draußen, und durch Full-Site Editing ist es wahnsinnig einfach, ein Theme zu entwickeln. Also ich habe, glaube ich, neulich mal testweise für einen Freund entwickelt. Ich habe einen Tag, anderthalb gebraucht, habe mir das Setup von WordPress selber runtergenommen, also das Block-Based Theme, zwei, drei andere angeschaut und hatte in einem Tag ein Theme draußen, was schöner aussah, was alles gemacht hat, was ich wollte. Und dann kann ich rangehen und mit Plugins Optionen zuschalten oder selber entwickeln, wenn das für mich die schnellste Art und Weise ist. Also ich glaube tatsächlich, dass heute der richtige Zeitpunkt ist, nicht unbedingt nur Full-Site Editing, sondern ich glaube einfach grundsätzlich Blogs, ja, es ist an der einen oder anderen Stelle buggy und hier und da fehlt noch was, wo ich mir auch denke, ja, das könnten sie jetzt langsam im Core nachziehen, das ist richtig, ja, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, es gibt so viele Features und so einen Speed in der Entwicklung, dass es über kurz oder lang du wahrscheinlich abgehängt werden wirst, wenn du das nicht tust, so ein bisschen ist meine Einschätzung, weil es ist bereits eigentlich so gut wie alles möglich. Es ist hintenrum manchmal ein bisschen buggy, ja, das gebe ich auch zu, finde ich auch manchmal ein bisschen anstrengend, auch an der Bleeding Edge quasi zu entwickeln, ist auch manchmal sehr frustrierend, weil Sachen gebrochen werden, verändert werden. Aber ich glaube, es ist heute der richtige Zeitpunkt, weil es ist eigentlich alles machbar mit Plugins, mit Drittanbietern und vor allem mit Eigenentwicklung, die nochmal viel, viel einfacher und schneller ist, als es vorher der Fall war, also zumindest, wenn man sich eingearbeitet hat. Ist es einfach aus unserer Sicht effizienter, schneller, die Kunden mögen es immer mehr, wir lieben es mittlerweile und vor allem, was wir auch gemerkt haben, unsere Kunden, also oder Kunden von unseren Kunden eher besser gesagt, also Agentur,
die mit ihren Kunden halt Websites in Aufträgen haben, die verlangen mittlerweile immer mehr Gutenberg zu nutzen, weil Performance etc., ich weiß nicht, glaube ich, muss ich dir wahrscheinlich nichts erzählen, ja. Gibt sehr, sehr viele Punkte, was Full-Set-Ding. Also ich habe ein Team, das Team, das ich entwickelt habe, in einem Tag hatte auf einem 2 Euro im Monat Hosting PageSpeed Mobil von 99, ohne irgendwas an Plugins. Ja, was ich jetzt bei Gutenberg, was da ja wirklich immer noch eklatant fehlt, ist ja die Responsive-Einstellung. Ne? Also man kann da, das ist natürlich, also finde ich schon so echt so eine Mangelleistung eigentlich. So nach, ja, eins der so nach 3 Jahren immer noch so ein rudimentäre oder grundlegendes Feature nicht bringen, ist irgendwie ein bisschen kacke, finde ich. So. Ja, sehr gut, dass du es ansprichst. Das ist eins meiner Kernthemen in dem Vortrag. Tatsächlich, Responsive ist einer der größten Minuspunkte, wenn es um Gutenberg und den Blog-Editor an für sich geht. Weil es gibt ein paar, ich glaube, man kann sie 3 Einstellungen oder so, gibt es grob nach dem Motto stacken oder nicht stacken. Das ist so ungefähr das Einzige. Und da ist es allerdings so, es gibt sehr, sehr viele Plugins, oder was sind sehr, sehr viele, es gibt einige sehr gute Plugins, die das sehr gut machen, die alle quasi alle CSS-Optionen, die du so hast, zur Verfügung stellen und alles responsive machen, weil gerade, ich meine, wir sollten eigentlich heutzutage mobile first denken, und wenn das nicht so langsam in den Köpfen ankommt, kein Wunder, wenn das WordPress nicht mehr selber entwickelt. Wir haben aber auch selber, wir haben genau den Need auch gesehen, den du gerade angesprochen hast. Wir haben zum Beispiel auf die Core Row Columns, also auf diese Kern, einfach Spalten, haben wir ein Bootstrap Grid draufgebaut. Also vorne rum ist es ein voll funktionsfähiges CSS Bootstrap Grid und dann hast du quasi für jede Columns die Option, willst du die Mobile so und so breit haben, so und so breit, den Offset nicht einblenden, ausblenden. Also sowas haben wir zum Beispiel gemacht. Haben wir auch andere Plugins gesehen, die auch ähnliche Richtung gegangen sind, Elemente einblenden, ausblenden, anpassen für mobile. Ja. Kann man gut on top entwickeln, gibt es viele Plugins, die das gut machen und ich glaube dann, und das ist das, was ich meine, es fehlen noch ein paar Stücke im Core, die machen aber schon sehr viele Drittanbieter sehr gut, was jetzt auch zum Beispiel WooCommerce gut gezeigt wurde, glaube ich. Und ja, mit den Lösungen kriegt man sehr schnell ein vollständiges Setup, was viel, viel mehr Vorteile hat, als es Nachteile, meiner Meinung nach. Also, aber eine andere gute Lösung da draußen. Also keine hast Frage. Du da so ein, zwei deine Lieblings-Plugins, also abgesehen von eurer Great Suite, jetzt mal abgesehen, die man dafür gut hernehmen könnte, die du so empfehlen könntest? Also allen voran nenne ich immer gerne Editor Plus. Editor Plus ist ein Blogs-Plugin, was im Endeffekt jeden, also die meisten Blogs-Plugins funktionieren so, dass sie einfach jede Menge Custom-Blogs reinbauen und dann musst du Custom-Blogs benutzen, um diese schönen Darstellungen hinzukriegen, dann bist du nicht mehr kompatibel mit Patterns, was ist ja, denn? Eben. Das ist all das, das sehen wir auch, das möchten wir auch gar nicht so viel, manchmal braucht man es noch, weil es der Core nicht ganz hergibt, aber Editor Plus macht nur 3, 4, 5 Custom-Blogs, die wirklich halt so Progress-Bar zum Beispiel und ansonsten nimmt es jeden Core-Blog und registriert dafür alle CSS-Settings quasi. Also du hast alle Settings, Display, also angefangen mit so ganz rudimentären Settings, Display, Position, absolut, aber dann halt Margin, Padding, Colors etc. Du hast alles für jeden Block, sei es Paragraph, Heading, Group, Spalten, was auch immer. Und auch alles immer responsive und immer mit dem Toggle Hover on off. Also du kannst quasi jedes Element immer sagen und jetzt on Hover oder auf Mobile on Hover soll es jetzt bitte gelb sein und 3 EM groß oder so. Also du hast all diese Optionen. Das ist ein Plugin, was ich immer gerne benutze. Genau, in dem Kontext. Ansonsten gibt es ein paar Plugins, die jetzt zum Beispiel Blocksy benutzt, Stackable Blocks, die funktionieren ganz cool, aber machen halt alles mit Custom Blocks. Und das finde ich jetzt dann irgendwann, dann bist du ja nicht mehr im Core kompatibel. Was ist, wenn du das Plugin abschaltest, wenn du das Theme abschaltest? Ja, immer so, meiner Meinung nach sollte nicht immer alles, sollte man so wenig Custom Blocks wie möglich verwenden. Das ist ja. Denkweise. Wie habt ihr da eigentlich für euch jetzt für die von Great ein Zeitfenster, wann ihr eure FSE, also FSE-kompatibel seid, dafür was rausbringt? Wir bringen tatsächlich, also wir haben geplant, kann man ja sagen. Wir planen die Beta-Version, also tatsächlich noch als dann auch Public Beta Ende Mai zu veröffentlichen. Ach so, das wäre jetzt bald. Gar nicht so weit hin, genau. Also wie gesagt, wir sind schon dran, wir experimentieren viel rum. Wenn man auch so ein bisschen in die Great Suite reinschaut, merkt man auch, also was uns auch extrem, oder was lustig, aber auch natürlich ein bisschen schwierig auch hier und da ist, unsere Ansätze sind sehr ähnlich wie die Full-Set Editing macht, also Templates dynamisch registrieren für verschiedene Sachen, Single-Template pro Kategorie, bla bla bla. Und der Custom
Customizer schreibt bei uns auch nur CSS-Variablen und genau das macht der Blog-Editor übrigens auch. Also FrühstellEditor schreibt CSS-Variablen, die macht es editierbar. Also sehr ähnlich und deswegen fällt es uns gerade sehr leicht, es zu mergen, aber natürlich müssen wir halt auf Kompatibilität achten und so. Genau, also da sind wir dran. Ende Mai wollen wir eine offene Beta starten und dann wird sich zeigen, wie das Feedback auch kommt, wie wir selber sehen und wann wir dann public gehen damit. Also im Sinne von das in unseren Core rein mergen. Das wird sich ja dann noch ein bisschen dauern. Genau. Ist das dann, macht ihr das dann als neues Produkt oder ist das dann in der Great Suite mit enthalten oder ist es extra kaufbar? Also, dann? Neues Produkt wird es nicht sein. Was aber sein kann, ist, dass es tatsächlich eine Veränderung in der Architektur wird, also eine Veränderung wird es definitiv geben, also im Sinne von, dass das Theme zum Beispiel irgendwann wegfällt. Im ersten Schritt wird es vielleicht optional ein Full-Set-Editing-Theme oder halt das Standard-Theme geben, was es quasi nicht nutzt, wenn du noch die Customizer-Version nutzen willst. Weil der erste Wurf wird ein Tick abgespeckt sein oder anders, weil ein paar Features anders sind und Kompatibilität ein bisschen gewährleistet werden muss. Aber ein neues Produkt wird es nicht geben. Also es wird vielleicht ein neues Team geben, vielleicht irgendwann keins. Das ist so ein bisschen architektonisch in der Umsetzung, aber Produkt gibt es kein neues mehr. Zumindest ist ja. Also bleibt dann bei dem jetzigen Produkt und das wird nur angepasst dann. Verändert. Genau. Also es wird halt dann mit einem Update, es gibt dann irgendwann ein Major-Update, da wird dann vorher angekündigt, hey, und wenn du das Major-Update siehst, hast du dann erstmal die Option umzustellen und dann irgendwann, aber das ist Zukunftsmusik, wollen wir wahrscheinlich die alte Version deprecaten, aber das, ja, ein normaler Zyklus halt. Also erstmal wird es eine kompatible Version geben, einen Switch geben, den du machen kannst, den du optional machen kannst und dann irgendwann gibt's eben, wird das alte eben deprecated. Aber das ist noch Zukunftsmusik, genau so sieht es, so ist unser Plan im Moment. Kann sich aber noch verändern, also kann ich ja nicht garantieren, je nachdem, wie die Entwicklung so abläuft. Ja, okay, super, danke dir. Ja, gerne. Er freut mich auch immer darüber zu diskutieren, was ihr so seht und was ihr vielleicht für Probleme habt, weil wir waren auch kritisch oder wir sind auch immer noch hier und da kritisch, was den Blog-Editor angeht. Genau, es hat seine Schwächen, hat aber auch sehr starke Stärken. Und genau, aber wir sind mittlerweile sehr happy, dass wir den Schritt gemacht haben vor einiger Zeit, über ein Jahr, zwei Jahre, glaube ich, schon sowas her, dass wir komplett rüber geswitcht sind mit allem. Ja. Wollen nicht mehr zurück. Ja. Gut, ich habe gesehen, es sind noch ein paar Nachrichten in den Chat gekommen. Genau, ich 2022-Theme, aber der Customizer ist bei mir nicht verfügbar. Liegt es daran, dass der Customizer... Genau, der Customizer ist tatsächlich immer verfügbar, nur der Link ist im Backend nicht einzusehen. Genau, hier wurde auch schon eine Nachricht geschrieben, wo man den aktivieren kann. Den findest du aber immer unter WP... Also gibst dann eine Adresse ein, dann /wp-admin/customize.php. Der ist immer da. Der ist nicht deaktiviert, auch mit Full-Set-Editing nicht. Und WooCommerce zum Beispiel macht ihn halt sichtbar, das Plugin an sich. Es gibt auch andere Plugins, die das tun. Sicher ist in der Anleitung auch was Ähnliches beschrieben. Schreibst du bitte mal deine gerade genannte Adresse mal in den Chat rein? Das war ein bisschen schnell. Ja, klar, gerne doch. Genau. Ja, gibt es noch sonstige Fragen? Wir haben ja auch einige WordPress-Experten. Vielleicht hat jemand ein Problem, wo ihn der Schuh drückt. Ansonsten keine weiteren Fragen sind, müssen wir das heute nicht so weiter ausdehnen. Emsbern hat geschrieben, ich. Also vielleicht drückt bei ihm der Schuh. Ich weiß es nicht genau. Gerne auch sonst. Vielleicht eine kurze generelle Frage. Ich habe es nur gerade irgendwo auch gelesen. Ist das eigentlich sinnvoll, machbar, also nach jetzigem Stand, einen kleinen, simplen WooCommerce-Shop, so mit Germanize oder German Market, auch wirklich komplett kostenlos aufzuziehen, also ohne tatsächlich ein Cent Geld für irgendein Plugin oder irgendwas auszugeben, oder macht das eher keinen Sinn? Nur mal so ein Gedankenspiel jetzt. Also wir haben, also jetzt mal so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, auch Kunden betreut in der Vergangenheit, da war ich auch immer wieder in Projekten involviert, auch selbstständig selber mal. Es geht, also gehen tut es sowieso so, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Was wir gemerkt haben, gerade wenn es, also wenn es so ein ganz kleiner, feiner ist, der nur so ein, zwei Zahlungsmethoden simpel, die Standard WooCommerce-Plugins auch benutzt für Payment, Tags etc., reicht es aus.
Wo wir halt immer Probleme hatten, war sowas wie Steuerautomatisierung, Rechnungsstellung, das Ganze mit einem Prozess hintenrum zu verknüpfen, der halt, naja, im Endeffekt sitzt eine Firma dahinter, die will irgendwann in irgendeine Software ihre Rechnungen einspeisen und das manuell zu machen, wird ekelhaft oder unangenehm nennen. Und dann sind solche Automatisierungszahlungsprozesse, je nachdem, was du hast, Subscriptions, Abonnements, da wird es halt ganz schnell, da solltest du natürlich eh was nutzen, was bezahlt wird. Da gibt es, glaube ich, auch kaum was free. Also ich glaube, es macht Sinn. Ich bin jetzt aber schon länger nicht mehr komplett von A bis Z in so einem Projekt drin gewesen, wo es wirklich Sinn gemacht hat, gratis zu bauen. Also mit nur gratis, sage ich mal. War immer in irgendwelchen Dienstleistungen raus oder Plugins, die dann bezahlt waren, die auch dann einen Job gemacht haben. Mhm. Kann ich jetzt so nicht sagen, da sind vielleicht sicher andere Leute, Experten da drin. Mhm. Aber nee, ich wollte es auch nicht machen, das war jetzt nur mal so ein Gedankenspiel gerade mal. Ja, danke dir. Gerne. M-Span, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat in der Zwischenzeit gefragt, ich möchte mich in die neuen Blöcke einarbeiten, Programmierung, was ist die beste Quelle, um das zu lernen? Ich suche es dir kurz raus, es gibt standardmäßig ein Gutenberg-Tutorial, gibt es mehr oder weniger alles dort. Ansonsten, genau, also Gutenberg-Tutorial, ich suche es dir kurz raus, also wenn du tatsächlich in der Gutenberg und WordPress-Doku bist du sehr schnell fündig, individuelle Blöcke zu entwickeln. Da gibt es so ein Getting Started. So, ich suche es jetzt mal kurz raus. Findet man nämlich nicht sofort, wenn man das sucht. Genau, How-To-Guides, Block Editor Handbook. Und dann Getting Started. Genau, und dann Create a Block Tutorial. Genau, also hier ist es Create a Block Tutorial. Und grundsätzlich hier so dieses Handbook von WordPress selber, Getting Started, das sind so die Tutorials, die ich grundsätzlich empfehlen kann, da sind wir auch mit rangegangen erstmal, dann haben wir aber gemerkt, naja, vieles ist halt so, die neueren Funktionen sind nicht dokumentiert, da muss man sich oft dann selber reinfinden. Ansonsten kann ich auch empfehlen, ich war vor 2 Monaten war das, glaube ich, genau im WordPress Meetup in Wien, da habe ich auch einen interessanten Vortrag, da gibt es auch viele interessante Vorträge, da hat auch ein Entwickler direkt ein kleines 20-Minuten-Vortrag gehalten, wie man den ersten Block selber entwickelt, wie man ganz schnell einfach, zack, Node-Modules runterlädt, Setup kopiert, zack, 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 Block schreibt und dann schon mal die ersten Erfolge feiert. Das dauert nämlich in den WordPress-Standard-Tutorial einen Tick länger. Genau, und mit dem kann man zum Beispiel auch gut haben, also googelt einfach mal WordPress Meetup Wien, schaut euch die letzten Vortragsreihen an. Gibt sicher auch hier vielleicht was, vielleicht Karl und Andrew irgendwie Ressourcen, aber das sind so meine Insights, also mit den Standard kommt man gut voran, genau. Ah ja, Christopher hat direkt den Link gepostet, ne? Das ging aber fix. Genau, und da gibt es dann die Aufzeichnung, muss man sich mal anschauen, genau. Such mal kurz die Aufzeichnung raus. Genau, ansonsten Karl, Andrew, vielleicht habt ihr Ressourcen in der Hinsicht über einen Vortrag gehabt in letzter Zeit. Währenddessen suche ich vielleicht kurz mal die Aufnahme raus. Das wäre cool, wenn du das raussuchen könntest. Meine Ressourcen waren jetzt alle eher aus dem englischsprachigen Bereich hier vom WordPress Social Learning, wo es ja mehr eher unstrukturiert ging, um den eigentlichen Blog zu entwickeln und prinzipiell das Vorangehen. Aber wenn man sich damit noch nicht so richtig beschäftigt, glaube ich, ist das eher zu weit und zu schrotflintenmäßig. Also wenn du noch einen Link hättest, wäre das natürlich ja, super cool. Ich bin hier nicht auf WordPress, Facebook, das ist ja Facebook hier angemeldet. Genau, deswegen kann ich die Aufzeichnung nicht teilen. Ich habe es jetzt gefunden, die ist nämlich auf Facebook Live, wurde das abgehalten. So, ich schaue mal, ob ich den hier das teilen kann. Link kopieren, genau. So. Genau, ich kopiere es mal kurz rein. Das ist die Aufzeichnung auf Facebook, ist die Live, beziehungsweise jetzt on demand zu schauen. Da habe ich einen Vortrag gehalten, genau auch zu dem Thema, warum jetzt der richtige Zeitpunkt auf Gutenberg umzuschalten. Und genau, und da hat dann auch danach ein Vortrag stattgefunden, der eben so relativ schnell erklärt hat in 20 Minuten, wie man mal so einen Blog baut, wie der aufgebaut ist, was man macht. Das geht halt sehr fix dann. Da
das fand ich auch ganz angenehm, weil es so ganz gut wiedergespiegelt hat, wie wir auch den Start so gemacht haben. So, jetzt kamen noch ein paar Nachrichten. Genau, also M-Span, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Genau, ansonsten gerne nochmal nachfragen. So, Karl hat geschrieben, wie lautet bitte nochmal die Adresse zum Aufrufen des Customizers? Ah, wurde beantwortet von Sebastian. bpadmin/customize.php, genau. Genau. Genau, und Kirsten Anders hat auch schon zurückgemeldet, es hat alles gepasst. Und Johann hat gefragt, was hältst du davon, Blöcke auf PHP-Basis, wie zum Beispiel mit ACF Pro aufzubauen. ACF Pro, also grundsätzlich ACF, ein super cooles Plugin. Ich glaube, jeder, der mit WordPress mal gearbeitet hat und komplexere, dynamischere Inhalte aufbauen musste, liebt ACF zu irgendeinem Grad. ACF ist ja auch blockkompatibel komplett. Mir gefällt es sehr gut. Der Workflow ist im Endeffekt eben selber überlassen. Also wenn du Blöcke auf PHP-Basis aufbaust und damit ACF Pro umsetzt, ist auch eine sehr gängige Herangehensweise. Ich meine, selbst im Core sind ja viele Blöcke immer noch zwingend letztendlich mit PHP-Render-Callbacks. Also die Blöcke haben zwar ein Preview im Backend, wie zum Beispiel jetzt der Query-Block, den haben wir ja gerade auch gesehen in meinem Vortrag, der Query-Block von den neuesten Produkten zum Beispiel ist ja, im Block-Editor sieht der genauso aus wie vorne rum, aber der wird im Block-Editor einmal per JavaScript gerendert, also per React, und im Frontend on-demand, also beim Aufrufen nochmal per PHP gerendert, weil sonst würdest du ja hardcoded diese Posts abspeichern und dann ein neuer Post würde nicht übernommen werden oder eine Änderung. Das heißt, selbst alle dynamischen Core-Blöcke oder auch dynamische Custom-Blöcke sind am Ende des Tages PHP und werden damit gebaut. Das heißt, ich habe Blöcke auf PHP-Basis mit zum Beispiel ACF zu bauen, spricht überhaupt nichts dagegen, meiner Meinung nach. Man sollte sich aber so ein bisschen hinterfragen, was muss denn noch dynamisch sein, was muss denn noch PHP sein? Weil der Block-Editor ist ja auch deshalb so schnell, weil er halt am Ende des Tages einfach nur noch HTML schreibt. Also er schreibt halt sauberen HTML-Code und das behält halt dieses Processing auf der Live-Seite bei einem absoluten Minimum. Also wenn halt alles, was irgendwie statisch ist, wie zum Beispiel ein Text, den ich da statisch reingeschrieben habe, mit der H3-Headline, der ist statisch und der ist bereits als HTML geschrieben und der wird nicht mehr großartig, da werden keine Ressourcen auf dem Server aufgebraucht, um den zu berechnen und aufzubauen. Das heißt, man sollte sich überlegen, was ist denn wirklich noch PHP, was ist vielleicht einfach besser, tatsächlich einfach in JavaScript, in React zu schreiben, mit dem Block-Editor, weil das den Speed, Performance mitbringt, du profitierst von den Features und es geht auch relativ zügig, wenn man sich zum Beispiel Tutorials anschaut. Genau. So, das ist so meine Einschätzung. Also ein bisschen hinterfragen, muss noch PHP sein, was ist vielleicht einfacher in React oder besser in React, ob es einfacher ist, bleibt ja jedem selber überlassen. Genau, siehst du da, hier schon die Antwort, danke für die Einschätzung, ja gerne, ich hoffe, es hilft ein bisschen. Und siehst du da gegebenenfalls Kompatibilitätsprobleme mit ACF und neuen Entwicklungen bezüglich Gutenbergs? Nein, grundsätzlich nicht. ACF ist eines der wichtigsten und meist installiertesten Plugins weltweit. Es wurde neuerdings ja aufgekauft, soll aber so stehen bleiben, wird ein bisschen mit einer Pro-Version vermarktet, aber soll grundsätzlich stehen bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Kompatibilität, also vielleicht mal, aber der Gutenberg-Editor, also das Gutenberg-Plugin, bietet ja immer schon Funktionen Monate im Voraus, bevor sie gemerged werden. Das heißt, das Team wird sicher jetzt, wo auch mehr Power dahinter ist, das kompatibel halten. Ich sehe jetzt auch nicht in naher Zukunft, dass Gutenberg der Kern selber mit Custom Fields, Custom Post-its etc. um die Ecke kommt. Das sind immer noch Funktionen, die Plugins sehr gut abdecken. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Grundsätzlich ist es sehr kompatibel, deswegen ich sehe da jetzt erstmal keine großen Probleme. Und gerne benutzen, das ist ein cooles Plugin, benutzen wir auch gerne. Ich glaube, jeder hat es schon mal benutzt, der sich ein bisschen mit dynamischeren, komplexeren Websites auseinandergesetzt hat. Auch mit einfachen. Und wirkt sich auch nicht negativ auf PageSpeed oder ähnliches aus. Also auch immer ein wichtiger Aspekt, finde ich. Gut. Vielleicht sieht man sich in Wien, genau, Christopher. Ja, wir sind am Wochenende in Wien. Ich bin auch da. Halte einen kleinen Vortrag, habe ich ja schon gesagt, ein paar Mal. Genau. Gerne auf mich zukommen, mich ansprechen. Ich habe ja eure Gesichter jetzt nicht unbedingt immer gesehen, beziehungsweise vor Augen. Gerne auf den Plausch vorbeikommen. Ansonsten war es das von meiner Seite, wenn es weiter nichts gibt. Hat mich sehr gefreut, mir Spaß gemacht, hoffe euch auch ein bisschen. Und ich hoffe, man konnte einiges mitnehmen.